Schönen guten Tag, mein Name ist Axel Larena Avedaneda und ich bin der Chefarzt der Abteilung für Gefäß- und endovaskuläre Chirurgie in der Asklepios Klinik Altona. Das Thema, um was es heute geht, ist das sogenannte abdominelle Aortenaneurysma. Hierbei handelt es sich um eine Aussackung Ihrer Bauchschlagader, die geht in die Weite und das Problem ist, wenn das immer weiter auseinander geht, dass so etwas platzen kann. Das Tückische an solchen Aortenaneurysmen sind, dass sie in der Regel, während sie wachsen, keine Symptome machen. Sie spüren es einfach nicht. Typische Symptome, die auftreten, können Rücken- oder Bauchschmerzen sein, aber dann ist es schon höchste Eisenbahn und Sie sollten sehr rasch ärztliche Hilfe aufsuchen. Das bedeutet, wie stellt man fest, ob man so ein Aneurysma hat? In der Regel ist das ein Zufallsbefund und meistens im Ultraschall oder wenn Sie aus irgendeinem anderen Grund zum Beispiel ein CT kriegen. Typische Risikofaktoren sind, dass es ältere Menschen sind, häufiger Männer als Frauen und vor allen Dingen Raucher. Das heißt, wenn Sie diese Kombination haben, also älter sind und rauchen, kann man ein Screening machen. Sie können zu Ihrem Hausarzt gehen, der macht einen Ultraschall Ihrer Hauptschlagader und guckt, ob man ein Aneurysma hat. Das Gute ist, wenn Aneurysmen noch nicht platzen, kann man die wunderbar behandeln. Das hat man früher meistens mit einem Bauchschnitt gemacht. Heutzutage macht man das minimal invasiv über die Leisten. Das ist sehr elegant. Ich habe Ihnen mal so etwas mitgebracht. Das ist so eine Schleuse. Sie sehen, die ist ganz schmal. Die kriegen wir über die Leistengefäße hoch. In der Schleuse sind diese Prothesen, die sind dann ganz klein und poppen im Gefäß auf. Und so können wir Aneurysmen heute sehr elegant, minimalinvasiv operieren und schon nach kurzer Zeit können Sie wieder nach Hause. Wenn Sie so etwas haben oder den Verdacht haben, können Sie sich gerne mit in Verbindung setzen. Unsere Telefonnummer sehen Sie eingeblendet. Vielen Dank.